Ein positiver Corona-Test. Früher bedeutete das 10 Tage Quarantäne, dann 7, jetzt sollen es 5 sein. Voraussetzung, der Verlauf ist mild und der Betroffene spürt kaum Symptome. Wie genau die neue Empfehlung aussehen wird, darüber muss noch beraten werden. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sagt heute im ARD-Morgenmagazin: Corona ist keine Erkrankung wie beispielsweise die Grippe oder eine Erkältung, wo ich selbst entscheiden kann, gehe ich, wenn ich infiziert bin, zur Arbeit oder lasse ich das, sondern das ist eine Infektion. Wenn man infiziert ist und infiziert dann andere, dann können die eventuell sogar sterben. Kommende Woche soll die Isolationsempfehlung des RKI neu formuliert werden. Wie sie genau aussehen wird, ist noch unklar. Offene Fragen sind beispielsweise, wie lange der Betroffene symptomfrei sein muss und ob das Freitesten Pflicht bleibt oder wegfällt. Aber wie auch immer, Ärztevertreter begrüßen den Schritt. Wir haben mittlerweile so viele Patienten, die so wenig Symptomatik haben, dass es, denke ich mal, auch nicht mehr verhältnismäßig wäre, vor allem wenn man bedenkt, dass man ja nun auch andere Aspekte als alleine die Gesundheit hier im Auge haben muss. Da geht es unter anderem auch um unsere Wirtschaft, die jetzt an anderer Stelle schon ausreichend belastet wird. Immerhin gibt es überhaupt noch eine Isolationspflicht. Auch das war Thema beim Treffen der Gesundheitsminister und Ministerinnen. Wäre die Isolationspflicht gefallen, dann wäre das Signal gewesen, das entscheidet jeder für sich. Ich kann zum Beispiel auch, wenn ich das möchte, krank zur Arbeit gehen. Das ist nicht richtig. Vermutlich kommt die neue RKI-Empfehlung am Montag. Wann und wie genau sie umgesetzt wird, kann jedes Bundesland mal wieder selbst entscheiden. Nur noch 5 Tage Isolation für Corona-Infizierte, auch kein Freitesten mehr nötig. Christina Sartori aus unserer Wissenschaftsredaktion, das sollten wir nochmal einordnen. Ich kenne das zum Beispiel aus eigener Erfahrung. Der Corona-Test kann ja durchaus an Tag 10 noch positiv sein. Wie sinnvoll ist das also, die Isolation zu verkürzen? Wie ansteckend ist man dann eigentlich noch? Naja, es gibt schon Menschen, die kürzer nur ansteckend sind. Man hat festgestellt, es gibt eine Studie, die gezeigt hat, gerade die Menschen, die geboostert sind, die scheinen kürzer krank zu sein und auch kürzer ansteckend zu sein vor allen Dingen und auch generell weniger Virusmaterial an andere abzugeben. Das heißt, es kann gut sein, dass der ein oder andere wirklich nach 5 Tagen nicht mehr ansteckend ist. Allerdings, es gibt auch immer wieder mal einen, der geboostert ist und, wie Sie das jetzt eben gesagt haben, 10 Tage lang irgendwie ansteckend ist. Deswegen wäre es schon sinnvoll, wenn man dieses Freitesten noch zur Bedingung macht. Also sagt, okay, wer sich gut fühlt nach 5 Tagen, der soll einen Test machen. Und wenn der Test negativ ist, dann kann er wieder unter die Leute gehen. Andere Länder, die handhaben das ja schon länger so locker. Welche Erfahrungen haben die damit gemacht? Also wenn man nach England guckt oder in die Niederlande oder in andere Länder, dann sieht man, das funktioniert, aber man darf nicht vergessen, dass da auch weiter das Virus kursiert. Also die Zahlen sinken zwar, aber auch dort sterben noch regelmäßig Menschen. Also gerade in Großbritannien sterben jeden Tag um die 200 Menschen. Das ist auch nicht wenig. Das wird halt in Kauf genommen. Das ist ja bei uns derzeit auch so. Insgesamt sieht man aber, dass bei dieser Variante, die wir jetzt haben, eben das Risiko, schwer krank zu werden, gerade wenn man geimpft ist, doch deutlich niedriger ist als bei der Variante, die es vorher gab. Vielen Dank für diese Einordnung, Christina Sartori aus der WDR-Wissenschaftsredaktion.